Hallo, wie man diese Schüchen strickt, zeige ich euch heute. Das hier sind wirklich Schüchen für Frühchen oder Neugeborene in den ersten Tagen. Also die haben jetzt wirklich eine Sohlenlänge von 5,5 cm. Die hier haben 6,5 cm. Und die sind eigentlich genau gleich gestrickt, nur bei diesen habe ich hier, wenn es ums Rundumstricken geht, im Rippenmuster gearbeitet. Und hier habe ich in jeder zweiten Runde über der rechten Masche einen Umschlag gelegt und in der folgenden Runde die rechte Masche mit dem Umschlag rechts zusammengestrickt. Dadurch wird das Schüchen ein bisschen größer. Aber wir stricken hier wirklich für die ganz Kleinen. Und nun zeige ich euch, wie das geht. Natürlich reicht hier ein Knäuel. Ich denke, dass man da mindestens zwei Paar rausbekommt. Rosa habe ich schon, jetzt stricke ich welche in hellblau. Woolly Hugs Charity läuft 100 Meter auf 50 Gramm, besteht zu 75% aus Wolle, Mulle sinkfrei natürlich, 15% Polyamid und 10% Polylactid. Und ganz wichtig, sie ist bei 40 Grad waschbar, was ja gerade für Babys besonders wichtig ist und wirklich sehr, sehr angenehm auf der Haut. Dann benötigt ihr ein Nadelspiel. Ich nehme das aus der Nadelspielmappe von Adi bei Woolly Hugs. Und dann nehme ich die Dreier, und zwar die kurzen. In dieser Mappe sind ja immer die Nadelstärken in 15er und in 20 cm. Und für so wenig Maschen, da reichen die kurzen. Und eine Zopfnadel brauchen wir auch. Auch die ist in der Mappe enthalten. Und ein Rundenmarkierer. Dann noch eine Schere. Eine Häkelnadel Nummer 3 für die Kordel oder wenn ihr eine drehen wollt. Und eben eine Nähnadel. Und dann kann es auch schon losgehen. Zu Beginn schlage ich auf jeder Nadel 6 Maschen an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 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 So, dann schließt ihr das Ganze zur Runde. Und strickt jetzt eine Masche rechts, eine Masche links im Wechsel. Also ein ganz normales Rippenmuster.
Und da geht es natürlich ganz schnell mit so wenig Maschen. Man hat ja jetzt insgesamt nur 24 Maschen. Und jetzt ist die erste Runde auch schon geschafft. Insgesamt stricken wir 6 Runden. Und ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen, ob ihr die Charity schon kennt zum Beispiel. Das würde mich mal interessieren, weil ich habe ja doch schon viele Modelle damit eingestellt. Oder ob ihr die Schüchen gerne noch eine Nummer größer habt, also ob ihr gerne solche kleinen Sachen strickt oder dann eine Stufe weiter. Ich kenne auch Omis, die stricken quasi jede Größe, damit die Mamis immer ein paar Schüchen parat haben, die eben passen. Und ob ihr auch Handschuhe strickt. So, ich bin jetzt in der dritten Reihe. Runde. Wir stricken ja in Runden. Mein Plan ist, dass ich euch da die Schüchen komplett im Video zeige. Also die Kamera nicht auf Stopp drücke. Da habt ihr in den Kommentaren hinterlassen, dass euch das nicht stört, wenn die Videos dann länger sind. Also das wäre euch lieber, als wenn ihr zwischendrin eben auf Stopp drückt, weil ich jetzt einen Sprung mache im Video. Und jetzt komme ich zur vierten Runde. Man kann das gut zählen hier bei den linken Maschen. Wir haben hier 1, 2, 3 sind zu sehen. Also komme ich zur vierten Runde. Und so Schüchen sind wirklich beide an einem Abend dann gestrickt. Wenn man es mal raus hat, ist das wirklich ein Ruckzuckgeschenk. Auch wenn man spät erfahren hat, dass es irgendwo Nachwuchs gibt, wo man gerne eine Kleinigkeit schenkt, sind die noch schnell genadelt. Und ich bin jetzt also dann schon in der fünften Runde. Die Charity gibt es ja in 24 verschiedenen Farben. Also wer noch nicht weiß, ob hellblau oder rosa oder der auch, wenn jemand auch gerne neutrale Farben strickt, findet ihr da bestimmt eine passende Farbe. So, und jetzt komme ich zur sechsten und letzten Runde, bevor dann die Lochmusterrunde kommt, durch die dann die Kordel durchgezogen wird. Und jetzt könnt ihr noch mal hier zählen. Die linken Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
So, und jetzt kommt die Lochmusterrunde und damit sich diese rechte Masche durchs Lochmuster fortsetzt, beginne ich mit einem Umschlag und arbeite dann einen einfachen Überzug. Ihr seht, dann läuft diese rechte Masche schön weiter. Umschlag, einfacher Überzug. Umschlag, einfacher Überzug. Und das eben rundum, auf jeder Nadel dreimal. Und jetzt ist die Runde beendet und jetzt stricke ich eine Runde wieder im Rippenmuster. Und da sich aber wieder die rechte Masche fortsetzt, beginne ich jetzt mit einer linken Masche. Also den Umschlag links stricken und dann eine Masche rechts. So laufen dann die rechten Maschen nahtlos fort. Vor der Lochmusterrunde hat ja jede Nadel mit einer rechten Masche begonnen und jetzt beginne ich eben mit einer linken Masche. So sieht das jetzt aus nach der Lochmusterrunde. So, und jetzt arbeite ich noch eine zweite Runde drüber, bevor ich dann mit dem Fußrücken beginne. Also einfach auf jeder Nadel eins links, eins rechts stricken. So. Und jetzt beginne ich mit dem Fußrücken, wo ich dann auch das Zopfmuster reinarbeite. Also ich bin beim runden Beginn und stricke jetzt zunächst die erste Masche mit einer Masche links, rechts, links ab. Eine Masche habe ich jetzt noch auf der Nadel, die lege ich rüber auf die zweite Nadel und stricke sie jetzt rechts ab und hole jetzt mit der linken Nadel aus dieser rechten Masche, aus der darunter liegenden Schlinge, eine Masche hervor und stricke diese rechts ab. Die folgende Masche stricke ich ebenfalls rechts. Dann kommt wieder eine rechte Masche, die stricke ich rechts ab und hole wieder aus der Masche darunter eine Zunahme. Die nächste Masche stricke ich wieder rechts ab. Die nächste stricke ich auch rechts ab und arbeite wieder eine Zunahme. Und die nächsten beiden Maschen stricke ich rechts ab. So, jetzt habe ich auf der zweiten Nadel 2, 4, 6, 8, 10 Maschen.
Und jetzt arbeite ich in hin- und hergehenden Reihen. Ich hebe also die erste Masche ab, stricke die nächste Masche rechts und die 6 Zupfmustermaschen stricke ich links ab. 2, 3, 4, 5, 6 und dann wieder eine Masche rechts und die Randmasche auch rechts. Wenden. Die Randmasche abheben, die erste Masche rechts stricken, so und jetzt kommen hier die 6 Zupfmustermaschen, da lege ich die ersten 2 Maschen auf eine Zupfnadel vor die Arbeit. Stricke dann die nächsten 2 Maschen rechts. Und stricke dann die Maschen von der Zupfnadel rechts. Und dann die nächsten 2 Maschen ebenfalls rechts abstricken. Und die Masche nach dem Zupfmuster ebenfalls und die Randmasche. So, nun die Arbeit wenden. Die Randmasche abheben, die erste Masche rechts stricken und die nächsten 6 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann eine Masche rechts und die Randmasche ebenfalls rechts stricken. Dann wenden, die Randmasche abheben und die nächste Masche rechts. Also die Maschen rechts und links von den 6 Zupfmustermaschen strickt man also kraus rechts. In der Hin- und in der Rückreihe strickt man sie rechts. So, jetzt habe ich zuvor die ersten 4 Maschen verzupft. Jetzt verzupfe ich die letzten 4 von diesen 6 Zupfmustermaschen. Ich stricke also zunächst die ersten beiden rechts ab. Dann lege ich die nächsten 2 Maschen auf die Zupfnadel hinter die Arbeit und stricke die letzten 2 Maschen vom Zupf rechts ab und dann die Maschen von der Zupfnadel. Und dann habe ich noch eine Masche rechts und die Randmasche. So, und die Rückreihe geht wieder die Randmasche, eine Masche rechts, dann 6 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eine Masche rechts und die Randmasche ebenfalls rechts. In der folgenden Hinreihe wieder die Randmasche abheben und eine Masche rechts. So, und jetzt verzupfe ich wieder die ersten 4 Maschen. Ich lege also 2 Maschen auf die Zupfnadel vor die Arbeit, stricke die nächsten 2 Maschen rechts und dann die Maschen der Zupfnadel rechts. Und dann die Reihe rechts beenden. Wenden. Die
die Randmasche abheben, eine Masche rechts, 6 Maschen links. Eine Masche rechts und die Randmasche ebenfalls rechts. Wenden und die Randmasche abheben, eine Masche rechts, dann die ersten 2 Maschen vom Zopf rechts stricken und jetzt die nächsten 2 auf die Zupfnadel hinter die Arbeit legen, 2 Maschen rechts stricken, und dann die Maschen von der Zupfnadel rechts stricken. Und die Reihe rechts beenden. So, jetzt habe ich 4 Verzupfungen gearbeitet. Einmal von rechts, von links, von rechts, von links. Und jetzt kommt noch einmal von rechts, von links. Also in der Rückreihe die Randmasche abheben, eine Masche rechts stricken, 6 Maschen links, eine Masche rechts und die Randmasche auch rechts. Dann wieder die Randmasche abheben, eine Masche rechts, 2 Maschen auf eine Hilfsnadel vor die Arbeit, die nächsten 2 Maschen rechts, dann die Maschen der Hilfsnadel rechts und die Reihe rechts beenden. Dann die Arbeit wenden. Randmasche und eine Masche rechts und 6 Maschen links. Eine Masche rechts und die Randmasche rechts. Wenden. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Verzupfung. Die Randmasche abheben, eine Masche rechts. Nochmal 2 Maschen vom Zupfstreifen rechts, dann 2 Maschen hinter die Arbeit legen, 2 Maschen rechts stricken und dann die 2 Maschen vom Zupfstreifen rechts stricken und die Reihe rechts beenden. Und die Rückreihe Randmasche abheben, eine Masche rechts, 6 Maschen links, eine Masche rechts und die Randmasche ebenfalls rechts. So. Nun ist der Fußrücken beendet. Wir befinden uns jetzt hier. Und jetzt geht es eine Reihe wieder rundherum. Wir fassen hier rechts und links dann Maschen auf, damit wir wieder in Runden stricken können. So, die Randmasche abheben. Die nächste Masche links, dann 2 Maschen rechts zusammenstricken, eine Masche links, 2 Maschen rechts zusammenstricken, eine Masche links, und 2 Maschen rechts zusammenstricken. Jetzt habe ich hier wieder 7 Maschen
Und jetzt fasse ich hier aus dem Rand Maschen auf. Und zwar aus jeder Reihe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann stricke ich hier weiter, 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts. Und hier auch 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts. Und 1 links, 1 rechts, 1 links, 1 rechts, 1 links. So, und jetzt muss ich hier auch Maschen auffassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die lege ich jetzt hier auf diese Nadel, auf die vorige Nadel drauf, damit ich eine leere Nadel habe, mit der ich jetzt weiter stricken kann. Wir haben jetzt also rundum alle Maschen aufgefasst und beginnen jetzt mit einer Masche rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. So, und jetzt habe ich hier 6 Maschen abgestrickt und bin jetzt hier am Übergang vom Bündchen zum Fußrücken. Da greife ich mit der linken Nadel unter die letzte Masche und stricke diese links ab. Und dann geht es weiter rechts. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Weiter links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und hier geht's auch weiter. Links, rechts, links, rechts. Links, rechts und auch jetzt bin ich wieder am Übergang, also fasse ich wieder mit der linken Nadel den quer die darunter liegende Masche auf, stricke diese links ab und stricke dann weiter rechts, links, rechts, links, rechts, links. So, die erste Runde ist geschafft. Jetzt zählen wir mal alle Maschen. 1, also ich stricke alle rechts, links ab. Rechts, links im Wechsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40.
entwickelt sich jetzt langsam unser Schürchen. Jetzt schaue ich mal, wie viele Reihen ich hier gestrickt habe. Acht. Also zwei habe ich schon. Und jetzt stricke ich mal weiter. Jetzt kommt ja so ein bisschen Fleißarbeit. Davor muss man schon ein bisschen aufpassen. Da tut sich ja auch recht viel. Zumindest über den Fußrücken mit dem Zopf. Aber jetzt ist das Aufwendigste schon geschafft. Jetzt kommt eher so eine Fleißarbeit zur Erholung. Habe ich drei. Schon sind es vier Runden. Habe ich fünf. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch im Patentmuster stricken mit Umschlägen. So habe ich es bei den Rosanen gemacht, aber ich stricke das jetzt im Rippenmuster. Dort würde man eben in jeder zweiten Runde bei den rechten Maschen einen Umschlag auf die Nadel legen und die rechte Masche damit abheben und in der folgenden Runde dann abstricken. Wenn ihr wollt, schreibt mir es einfach in die Kommentare, dann kann ich euch auch mal noch ein Video zu der Patentvariante stricken oder zeigen.
Jetzt haben wir 2, 4, 6 Runden. Eine stricke ich noch. So, und in dieser siebten Runde kette ich nun hier die Fersenmaschen ab, und zwar 7 Stück. Das heißt, die Masche von der letzten Nadel nehme ich jetzt mit rüber. Stricke die folgende Masche links und kette die Masche ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, die Fersenmaschen sind abgekettet, und jetzt stricke ich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Maschen. Und hier habe ich 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Und jetzt beginnt die Fußsohle über diesen 7 Maschen. Ich stricke alle Maschen rechts. Und diese Masche mit der folgenden Masche rechts verschränkt zusammen. Dann die Arbeit wenden. Die erste Masche abheben. Alle Maschen rechts stricken. Und die letzte Masche mit der folgenden Masche links zusammenstricken. Arbeit wenden. Die erste Masche rechts abheben. Alle Maschen rechts stricken. Und die letzte Masche mit der folgenden Masche rechts verschränkt zusammenstricken. Die Masche links abheben, alle Maschen rechts stricken, 5 Stück, und die letzte Masche mit der folgenden Masche links zusammenstricken. Und diese Masche dann rechts abheben. Und dann wieder bis zum Ende der Reihe rechte Maschen und die letzte Masche mit der folgenden verschränkt zusammenstricken. Abheben. Alle Maschen rechts stricken und links zusammenstricken. Rechts abheben, und die letzten beiden Maschen wieder verschränkt.
Und so arbeiten wir uns rechts und links über diese 13 Maschen bis zurück zur Ferse. Ihr seht, hier bildet sich eine schöne Naht rechts und links, also das ist dann quasi die Sohle. So, jetzt haben wir hier noch 5, bald geschafft. Wenn es dann weniger Maschen werdet, könnt ihr hier tatsächlich dann, so wie ich es jetzt mache, mit dieser Nadel einfach weiter stricken, sodass ihr euch einmal den Nadelwechsel spart. Aber natürlich nur, wenn euch das nicht durcheinander bringt. So, jetzt haben wir noch 3, jetzt noch 2.
Habe ich hier noch eine. Und hier auch noch eine. Jetzt wechsle ich auch hier nicht mehr die Nadeln. Und die letzte rechts verschränkt zusammenstricken. Und hier die letzte links zusammenstricken. So, und jetzt die erste Masche abheben und dann die Masche rechts stricken, abketten, rechts stricken, abketten, immer rechts stricken und dann abketten. Und dann kann man den Faden abschneiden. Und durchziehen und dann ziehe ich ihn auch gleich auf eine Nähnadel drauf und nähe jetzt hier die offene Sohlennaht zusammen und fasse hier auf einer Seite die Maschenschlinge und hier auf der anderen. So. Und dann haben wir es auch schon. Kann man auch den Faden hier dann gleich vernähen. Und den zweiten auch, den Anfangsfaden. So, jetzt ist das Schülchen ja noch links. Und jetzt häkeln wir noch ein Bindeband an. Dafür nehme ich jetzt rosa Wolle. Und jetzt häkle ich 30 Luftmaschen. 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 15, 23, 29 und mit der 30. nehme ich hier auf der Rückseite, also ich bin jetzt auf der Innenseite, nehme ich hier auf der Rückseite, steche ich durch zwei Löcher durch
Hol den Faden durch und häkle dann weitere 30 Luftmaschen, 29. Mit dem 30. habe ich ja hier angehäkelt. 8, 12, 20, 29 und dann abschneiden und den Faden durchziehen. So, jetzt mache ich das Schürchen auf die rechte Seite. Also ich häkel diese Kordel immer an, damit hier nichts passiert, dass man diese Kordel nicht aus den Schürchen herausziehen kann. Und jetzt gehe ich hier in der vorderen Mitte, haben wir ja hier ein Loch, gehe ich mit der Häkelnadel rein und greife mir hier ein Band und dann gehe ich auf der anderen Seite durch. Und greife mir hier das nächste Band. Schneide dann noch die Anfangsfäden zurück. So, und nun sind die Schürchen fertig. Wie gesagt, wenn ihr nicht zurechtkommt, dann schreibt es darunter, aber es ist wirklich nur mit der Patentmasche gestrickt beim Rundum. Ansonsten wird es genau gleich gearbeitet. Nun hoffe ich, das Video hat euch Spaß gemacht, dann abonniert meinen Kanal. Ich stelle immer wieder neue Ideen ein. Dann hoffentlich bis bald, eure Veronika.